Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandrock. Wir gehen mal den letzten Auftrag wieder zurückbringen. Ich glaube, das war das mit den Alphain. Ja. Ja, ich wäre jetzt dann hintergefahren, habe mir so ein bisschen versteinertes Holz und so geholt, weil da haben wir nicht mehr so viel, wenn da mal wieder ein Auftrag kommt. Das ist halt ein easy Auftrag. Ich glaube, die Dinge braucht man auch nur für einen Auftrag. So, Felsen. Das ist. Felsen und Wahrheit. Der Felsen der Wahrheit. Die Wahrheit des Felsen. Sehr tiefsinnige Namen der Pferde. Na, Justice, was gibt's so? Hm? Gut. Alonso. Was gibt's da? Who's Queen? Wie viel muss ich. Oh, 9 Stück. Nee, vergiss es. Hugo, nee, danke. Ah, oh, hallo, Hilfs-Sheriff. Oh, ich finde Katzen so süß. Ich habe gestern war ich ja auf der Grillparty und habe ich halt auf die eine Freundin geholt, die mich halt gewartet hat und mich halt abgeholt hat. Und dann kam so eine kleine Katze zu mir her. So eine vollwollige. Und ist so an mich rumgeschlichen, habe mich erst so angestarrt. Als erst hat die so einen Baum irgendwie zusammen so gepflückt, hat immer so mit. Er hat halt immer so Blätter abgerissen und ich mir so, okay. Dann hat die mich so angeschaut und ist sie so auf mich zugekommen. Hat sich dann einfach so an mein Bein gerieben. Dann habe ich sie gestreichelt und hat sie so, miau. Voll süß. Okay, ein neuer Follower. Vielen Dank an dich. Du gehörst jetzt auch zu den coolsten Menschen hier auf Twitch und viel Spaß beim Zuschauen. So. Tribion. Ja, auf jeden Fall, die Katze, die war so niedlich. Danke, gerne. Ich muss mich bei dir bedanken für den Follow. Jagdhorn. Nehme ich einfach mal mit. Vielleicht habe ich da irgendwas noch nicht. Ein großes Totholz. Hört sich spannend an. Ja. Ich hoffe, euer Wochenende war cool. Ich glaube, es haben ganz viele Leute ein ganz langes Wochenende. Jetzt hat doch eben einen Feiertag. Dann haben ganz viele Leute am Montag frei. Hätte ich auch gemacht, aber ich bin eben nächste Woche in Spanien. Da wird es ein bisschen knapp. Also ich bin ab, ja, nächste Woche eben genau in Spanien. Da flog gerade eine Mücke an mir vorbei. Das finde ich nicht so cool. Ja, und ich muss meine Sachen fertig kriegen. Das wird eh schon stressig genug. Und dann konnte ich nicht sagen, so, ja, Montag mache ich Feiertag, aber morgen nur einen halben Tag arbeiten. Den ganzen Tag habe ich keinen Bock drauf. Ich muss morgen meine Referate fertig kriegen. Also mein eines Referat habe ich fertig. Mir fehlt jetzt halt eigentlich nur noch mein großes Referat an Deutsch. Aber ich habe angefangen. Ich habe schon eine ganze Folie. Das zu sprechen dauert bestimmt ganze 30 Sekunden. Ich weiß, dass ich eine Viertelstunde brauche, mindestens. Aber ja. Oh, Mineralien. So. Da kriegt man echt viel raus. Wow, mein Haustier hat irgendwas. Okay, die sind einfach alle nur von ihrer Aufgabe zurück. Ich dachte jetzt gerade, die sind irgendwie, keine Ahnung, richtig eskaliert. Die haben so den Special-Schatz der verlorenen Inseln oder so gefunden, keine Ahnung. Irgendwas, was ich auf jeden Fall noch nicht habe und dafür gibt es jetzt fetten Award. Ah nein, die sind einfach nur zurückgekehrt und haben deine Freundschaft mit mir bekommen. Gerne, ich stelle gern Menschen für mich ein und bekomme dafür Freundschaft. Ich möchte das auch im echten Leben so haben. So. Ja, morgen, wie gesagt, halber Tag Arbeit und dann Nachmittag Referat machen, abends dann streamen. Das jetzt. Nee, ich kann abends nicht streamen, da ist. Mein Club hat offen. Muss doch mal vorbeischauen. Wohl, ich könnte auch mit dem Bus wieder hinfahren, weil ich habe herausgefunden, von meiner Haustür fährt der Bus. Und mit dem Bus in die Stadt zu fahren, kostet mich nur 2,20 Euro. Also praktisch, ich habe einen Taxiservice
vor meiner Haustür bis vor den. Wow. Dreh ich mich um, auf einmal steht ein Riesenschwein vor mir. Ja, auf jeden Fall, gehe ich vor meiner Haustür raus, fahre direkt zum Bahnhof. Der ist nicht weit von dem Club weg. Und es kostet mich 2,20 Euro. Ein Taxi hätte dafür locker 10 Euro verlangt. Und dafür fährt halt auch keiner mit dem Bus mit. Also es ist richtig günstig. Also das ist, kann man mal machen. Das habe ich jetzt so entdeckt, also keine Ahnung, weil ich dachte mir so, okay, da fährt ein Bus und vor allem der fährt halt auch bis um 1.30 Uhr. Wo ich mir auch so denke, ja, bestimmt cool für die Leute, die Schicht arbeiten und hier halt in der Gegend wohnen, dass sie halt heimkommen. Aber zu 90% ist der Bus halt leer. Aber das ist, vielleicht werde ich dann wirklich morgen, also morgen gehe ich als erste arbeiten, dann mache ich mein Referat und ich mache das morgen fertig. Ich habe morgen keine Zeit, da irgendwie wieder Ausreden zu haben, wie heute. Wo ich hatte heute eigentlich auch keine Ausreden. Ich habe halt einfach mein anderes Referat gemacht und hatte halt dann keinen Bock mehr. Und dann habe ich halt das angefangen, dachte ich mir so, nö. Dann gehe ich morgen nach der Arbeit. Also fahre ich ja dann heim, dann mache ich schnell mein Referat. Dann streame ich eine Runde und dann gehe ich in den Club. Ja, letztes Mal aus Spanien, wo ihr das hinhört. Und dann hier am 3. da übe ich dann meine Reparate und oh, ich muss Mathe lernen. Ich muss ganz dringend Mathe lernen. Ich schreibe nächste Woche Mathe. Und ich möchte ja 15 Punkte haben, weil ich gut sein möchte. Und ich manchmal sehr dumme Leichtsinnsfehler mache. Also ich glaube, ich bin in Mathe einfach unterfordert. Wahrscheinlich. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich mache morgen muss ich noch ein bisschen Mathe lernen, aber trotzdem das Kriechen, das dann abends. Dann kurz streame, mich dann fertig mache für den Club und dann mit dem Bus reinfahre. Ja, das kriege ich irgendwie hin. Wie ich heimkomme, muss ich halt dann immer schauen, aber zu 90% klappt das schon irgendwie. Ach, hier ist dieses Anmal-Dings. Irgendwie kriegt man alles hin, habe ich gelernt. Na gut, ja, das ist ein Plan. Ich streame morgen Abend wieder, aber morgen müssen wir. Es dauert eigentlich echt mit Sandra hochkommen, dass ich morgen mich dann wieder Story of Season widmen kann. Dann machen wir halt morgen. Muss ich mal schauen, ob der Bus dann morgen auch bis. Oder ob das nur am Freitag gegeben ist, wo der so lang geht. Muss ich mal nachschauen. Weil dann können wir morgen halt wirklich irgendwie, keine Ahnung, bis um 12 Uhr streamen und fahre ich einen Club und dann ist alles cool. Weil das geht halt wieder bis um 4 Uhr und ich habe halt keinen Bock bis um. Also dann wirklich 8 Stunden oder so im Club zu verbringen, das ist halt zu heavy. Also irgendwie 4 Stunden oder so geht schon, aber halt dann den ganzen Abend, weiß ich nicht. So. Holz. Warum haben wir kein Holz mehr? Mini. Große Lage. Kiste. Okay, aber halt ein bisschen Graphit. Weiß ich nicht. Gut, habe ich noch irgendwelche Missionen, die ich erledigen sollte? Nein. Ich habe hier gerade wirklich die uninteressantesten Missionen ever. Ich mache die jetzt auch mal raus. Kann ich heute mit Amira noch irgendwas anfangen? Oder ist sie irgendwie so, oh, heute schlechter Tag, kein schlechter Tag, weißt du? Oh, jetzt wurde sie von Dunby überholt. Nee, die kann heute nicht. Gut, was haben wir denn da so weit unten? Aber wir könnten Pebbles nochmal was. Ach, weiß ich nicht. Aber wir wollten mal unseren Zauberspiegel ja fragen, wie das Wetter so die nächsten Tage wird. Zauberspiegelchen. Aufgaben für Meister erfüllen. Ja, bitte. Erfüll mir weiter. Ah, nächste. Jeden Freitag ist jetzt halt irgendwie Sandsturm oder was. Hä, warum hängen denn da alle Bewohner irgendwie dran? Schau mal, da sind alle Bewohner so aufgelistet und da ist auch unser Kind schon droben. Auch wenn es größer wäre, also sind zwei Kinder noch drum. Vielleicht ist auch das von Dunby. Es sind einige Kinder droben. Okay, ich glaube, das ist hier so ein kleiner Spoiler. Was macht man jetzt schon Spannendes? Da kann ich ja gar nichts mehr machen. Hm.
Hockey. Nicht, dass ich wissen würde, was du hier willst, aber warum rennst du durch meinen Garten? Warum? Man sollte nicht so viele Fragen einfach stellen, habe ich gelernt. Einfach so hinnehmen. Passt meistens schon. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach ein bisschen nur auf den Schrotti. Mache hier diesen Roboter weg. Ich glaube, der bringt immer am meisten. So. Gut, dann haben wir da noch einen. Einfach Schaltkreis. Die sind schon cool. Oh, nicht genügend Ausdauer. Passiert. Gut, dann gehen wir jetzt heim. Und bringen alle Maschinen zum Laufen und gehen pennen. Ich hasse Sandstürme, halt. Es rennt halt auch draußen keiner rum. Das läuft ja noch alles. Haben wir auch gestern erst gekostet. So viel brauchen die immer nicht am Wasser. So. Fangen von unten an, habe ich ja gesagt. So, da sind wir noch nicht bei 200. Wir schauen jetzt, dass alles bei 200 ist. Ja, das läuft noch. Das läuft auf jeden Fall noch. Das läuft nicht mehr so. Nee, da möchte ich nichts machen. Da möchte ich was machen. Titan. Habe ich gehört, ist sinnvoll. Weiß ich nicht. Habe ich eigentlich nicht gehört. Ist egal. Okay, ihr braucht gerade noch über den Tag. Cool. Ja. Gut, dann würde ich einfach sagen, ich gehe jetzt mal schlafen. Morgen ist nämlich die Party. Aber was will ich noch machen? Ich habe keine Energie mehr, mit irgendjemandem feiern zu gehen. Macht keinen Sinn. Geh mal schlafen. So. Okay, meine Haustiere wurden losgeschickt und morgen ist pa heute ist Party. Heute ist der Tag der Verhandlung. Soll ich hingehen und es mir ansehen? Ja. Was ist das für eine Frage? Natürlich, 49, ein Level noch und dann hast du tatsächlich noch einen krasseren Status, den noch keiner vor dir hat. Bist dann die Erste, die den Status hat. So, bin ich schon mal gespannt auf das Event. Citizens of Sandrock, welcome to today's hearing. I know that since Logan's return to Sandrock, Bürger von Sandrock, willkommen zu unserer heutigen Anhörung. Ich weiß, dass seit Logans Rückkehr nach Sandrock unklar ist, wie ihre Zukunft hier aussieht. Wir sind hier, um gemeinsam herauszufinden, wie wir mit ihren Fällen jeweils umgehen können. Wir sind der Meinung, dass die Angelegenheit nicht länger als nötig hinausgezögert werden sollte. Da übergebe ich hiermit das Wort an Sheriff Justice, der fortfahren wird. Ich danke dir, Bürgermeisterin. Also gut, klären wir als erstes mal ein paar Dinge auf. Logan, warst du oder warst du nicht ein Bandit? Ich war es. Zweitens, während deiner Abwesenheit von Sandrock haben wir eine Reihe von Berichten erhalten, dass Leute in den umliegenden Gebieten von ein paar Ziegendreiten Tugendnichts, Taugenichtsen ausgeraubt werden. Ja, das gibt's doch nicht. Sie haben Leute ausgeraubt? Wie sollen wir sonst essen? Das stimmt. Hey, wir sehen endlich mal sein Gesicht. Weil das sieht nicht gut aus. Also, keine Ahnung, jetzt. Das ist nicht mein Typ. Ich bin nicht stolz darauf. Wir hatten keine andere Wahl, aber es ist keine Entschuldigung. Dann gibt es noch den Bankraub, die Entführung und den Zugriffsfall. Ja, das waren die wahrscheinlich alles. Dann sind wir bei zwei weiteren Fällen, die wir wohl eher vernachlässigen können. Mathilda wurde zum Bösen verleitet und Penn hat den Wasserturm in die Luft gejagt. Ach ja. Wir wissen es. Wenn es also um die Strafe geht, empfiehlt das Gesetzbuch von Sandrock zwischen 5 Tagen und einer Saison im Gefängnis zusammen mit einer Geldstrafe von 50.000 bis 500.000 Gold. 500, das genügende Startkapital für ein Startprojekt. Aber wie sollen die das zahlen, ihr Deppen? Also ganz ehrlich, du kannst sie ja schon zu einer Geldstrafe verurteilen, aber das nützt denen ja nichts, weil die ja pleite sind, so gesehen.
Ja, das sind die Grenzen, also machen wir das heute hier. Vergiss nicht, dass Logan und Haru einst zu uns gehörten. Sie wollten zurück ins Leben, wie der Rest von uns. Wir wollen das nicht überstürzen. Wir können ihre Taten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir haben viel durchgemacht und das betrifft alle. Deshalb wollen wir diese Entscheidung gemeinsam treffen. Wenn du jetzt etwas zu sagen hast, sprich jetzt. Ich werde es einfach sagen, Logan ist ein Held. Er hat geholfen, die Duwusser zu vertreiben und Sandrock gerettet. Alles andere als völlige Vergebung wäre eine Ungerechtigkeit. Beruhige dich, ich schätze dich sehr, aber ihr könnt das nicht tun. Gesetz ist Gesetz und ich werde mein Verbrechen nicht vergessen, nur weil ich ein paar Dinge auch richtig gemacht habe. Gut, dann stimme ich für die geringere Strafe. Man sollte dich auf keinen Fall mit solchen lächerlichen Bußgeldern beschwätzen. Er hat recht. Wenn wir ignorieren, wie viel du für uns getan hast, was würde das über uns aussagen? Alle zusammen. Gut, es sieht so aus, als hätten wir alle eine Meinung. Aber denk daran, wir müssen das ernst nehmen. Lasst uns die Hände heben. Wer meint, dass Logan eine geringere Strafe bekommen soll, hebe die Hand. Ich denke, dass Logan eine. Ja, also ganz ehrlich, wir müssen die doch jetzt nicht unnötig bestrafen, der hat seinen Vater verloren. Okay, alle sind eigentlich dafür. Außer Cooper. Cooper nicht. Ja, alle außer Cooper. Lass mich hier mal sehen. Jasmin, Andy, tut mir leid, aber Kinder werden nicht mitgezählt. Außerdem sehe ich doch, dass du beide Hände hochhältst, nicht wahr, Andy? Das ist eine Ungerechtigkeit. Kinder sind auch Menschen. Ist schon gut, Chess. Es haben sowieso alle für ihn gestimmt. Das sieht so aus, als wären die meisten Leute auf derselben Seite jemand dagegen. Das war's dann wohl mit der heutigen Anhörung. Wartet einen Moment, wirf das Buch nach mir. Logan? Logan, du willst, dass wir dich bestrafen? Das ist richtig. Was sagst du da? Burgess Cooper, ihr habt eure Hände nicht gehoben. Sagt, was ihr zu sagen habt. Nun, wir müssen darüber nachdenken, Burgess, es ist, weil Logan dich geschlagen hat und den Tempel in die Luft gejagt hat. Oh nein, das Licht sagt, ich soll die andere Wange hinhalten und ich warte immer noch auf den zweiten Schlag. Ich kann einfach nicht anders als zu denken, ist es richtig? Warte dann, wie hattest du deine Hand gehoben? Okay, ich würde mal sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen kurzen Cut und sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei My Time in Sandrock und einer spannenden Anhörung. Bis dahin, bye!